Mantax ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Mantyps. Mantax ist ein großes bzw. breites Pokémon, das einem Mantarochen ähnelt und dunkelblau, grau und schwarz erscheint. Der obere Bereich der Flügel sowie der Rücken, die Fühler und ein gezacktes Muster an der Unterseite der Flügel ist dunkelblau gefärbt. Die komplette Unterseite seines Körpers und der Schwanz sind dementsprechend grau. Die Muster auf Rücken und oberen Flügeln sind schwarz gefärbt und der eigentliche Körper ist oval vertikal geformt und die breiten Flügel wachsen an den Seiten. Hinten wächst ein langer Schwanz, der von der Seite betrachtet vorne schmal und zum Ende hin breiter wird. Auf der Oberseite der Flügel befindet sich je ein schwarzer Kreis und auf dem Rücken sind zwei Kringel selber Farbe zu erkennen. Auf dem Kopf von Mantax wachsen zwei dicke Fühler. Das Gesicht setzt sich aus seinem kleinen Mund und den Augen zusammen, die wiederum aus schwarzer Lederhaut und weißen Pupillen bestehen. Etwas weiter unterhalb sind die kleinen Kiemen zu sehen, von denen es vier Stück zu je einem Paar besitzt. Und manchmal ist unterhalb des rechten Flügels ein Remoray zu sehen, der sich an die Unterseite des Körpers gesorgt hat, um die Nahrungsessensreste von Mantax zu sich zu nehmen. In seiner Shiny-Form sind die dunkelblauen Körperbereiche in einer hellblauen Farbe gefärbt, die grauen Areale sind leicht bläulich. Mantax nutzt verschiedene Attacken aller Schadensklassen mit dem Fokus auf Wasser- und Flugangriffe. Dazu gehören zum Beispiel Luftschnitt, Sprungfeder und Hydropumpe. Dazu ist auch die Attacke Body Check des Normaltyps nennenswert. Durch die Fähigkeit Wassertempo wird sein Initiativewert bei Regen gesteigert. Mit der Fähigkeit H2O Absorber werden Kraftpunkte bei Gegentreffern durch Wasserattacken wiederhergestellt und die versteckte Fähigkeit ist Aquahülle und verhindert, dass das Pokémon verbrannt wird. Mantax ist in freier Wildbahn selten anzutreffen, am ehesten aber in Gewässern wie auf Route 41 in der Johto-Region. Es schwimmt frei umher und frisst alles, was ihm ins Maul schwimmt. Da es so majestätisch schwimmt, schert es sich nicht um Remoray, das seine Essensreste vertilgt. Auf offener See kann es so schnell werden, dass es nach oben schwimmt und über den Wellen fliegt. An schönen Tagen sieht man Schwärme von Mantax elegant über die Wellen des Ozeans springen. Mantax ist dabei die Weiterentwicklung von Mantyps, dem Baby-Pokémon. Mantyps entwickelt sich bei einem Level-Up mit Remoray im Team. Ein Mantyps kann aber auch mit Hilfe von Wellenrauch gezüchtet werden. Und mit seiner Typenkombination aus Wasser und Flug ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Halmschaden gegen Feuer, Kampf, Käfer, Stahl und Wasserattacken. Es sei denn, es hat wie gesagt die Fähigkeit H2O-Absorber, dann ist es auch immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden machen Gestandsattacken, vierfachen Schaden Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.